folgt mir. Den Lesesaal in der Bibliothek schmückt ein besonderer Lüster aus Schmiedeeisen. Der Prunksaal, wo einst Feierlichkeiten stattfanden, ist heute das Zentrum des geistigen Lebens der Universität. Fundgrube für Informationen zum Unterricht, zur Forschung und zur medizinischen Arbeit. In der Bibliothek sind alle wissenschaftlichen veterinärmedizinischen Materialien in Papier oder in elektronischer Form zugänglich. Ferenc Hutira, nachdem die Bibliothek benannt wurde, war der einzige Rektor, dessen Wohnung und Büro auch hier untergebracht waren. Das ist der Keller, wo man nicht mehr so still sein muss wie in der Bibliothek. Der Ekkus ist der berühmte Club der Tierärzte. Er befindet sich unmittelbar unter der Bibliothek. Nach dem Heiligtum der Wissenschaften kann man die fachliche Tätigkeit hier in der Unterwelt fortsetzen, jedoch in etwas ungebundener Atmosphäre. Der Clubraum ist während des größten Ereignisses des Studentenlebens, der Ekkus-Tage, von besonderer Bedeutung. Nach dieser leichten Tour vielleicht ein bisschen Anatomie, Histologie und Pathologie oder wollt ihr doch lieber weiterkommen?